So, wir kommen wieder zurück und wir machen dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wenn Sie sich erinnern an die Wiener Moderne, die war ja zwischen 1890 und 1910. Das war noch eine Zeit des Aufbruchs, wo man, hallo, alle da? Wo man gesehen hat, okay, es kann in viele Richtungen gehen, die Welt kann sich entwickeln, Wien kann sich entwickeln, Wien ja auch auf einem kulturellen Höhepunkt damals, um die Jahrhundertwende. Aber es ist auch schon klar geworden, dass viele Menschen nicht mit dieser neuen Welt, wie sie sich gerade entwickelt, umgehen können. Ja, dass hier vielleicht auch der Wohlstand ungerecht verteilt ist, dass es schwelende Konflikte gibt innerhalb beispielsweise des der Nachfolgestaaten des Deutschen Bundes, also Österreich und auch des Deutschen Reiches, beziehungsweise dann vor allem innerhalb dieser Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Und das war schließlich auch der Grund, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Also wir können hier Österreich sehr, sehr stark eigentlich mit dem Ausbruch des Zweiten und des Ersten Weltkriegs verbinden. Kleines Land, aber große Geschichte. Der Erste Weltkrieg hat stattgefunden zwischen 1914 und 1918, hat also nur unter Anführungsstrichen 4 Jahre gedauert. Und damals konnte man sich das so vorstellen, es gab zwei Parteien. Das war zum einen eben die Entente, das quasi aus dem Französischen, die Einheit, der Verbund von Frankreich, Großbritannien und Russland. Es war ein Bündnis, ein politisches Bündnis, das man sich so vorstellen muss, dass wenn jemand eines dieser Länder jetzt angegriffen hätte oder ihm den Krieg erklärt hätte, die anderen beiden Bündnispartner automatisch eigentlich auch in diesen Krieg mit hineingezogen worden wären. Genau dieser Fall ist dann eben auch eingetreten. Und auf der anderen Seite war vor allem dann die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich, die sich hier als Mittelmächte zusammengeschlossen haben und hier ein ähnliches Bündnis eingegangen haben. Da kam dann auch noch das Osmanische Reich dazu, die heutige Türkei hat dann aber eine untergeordnete Rolle gespielt in diesem Ersten Weltkrieg. Also was sich auf dem europäischen Kontinent abgespielt hat, war hier mit Sicherheit der wichtigere Teil dieses Ersten Weltkriegs. Der Balkan, darunter versteht man jetzt vor allem diese Region Osteuropas, die sich von Kroatien auch noch weiter hinunter zieht, ja, über die südslawischen Gebiete bis hin eben nach Serbien, in den Kosovo hinein, nach Montenegro. Diese Teile, die beschreiben wir heute als Balkan, nach dem Balkangebirge benannt. Und das war eben ein ziemliches, man kann sagen, Pulverfass im Sinne von, es hat hier eigentlich nur einen Funken gebraucht, um dieses Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Und dieser Funke, den es gebraucht hat, um dieses Pulverfass zum Explodieren zu bringen, war letztlich das Attentat auf Franz Ferdinand. Franz Ferdinand war damals eben der potenzielle Thronfolger für Franz Josef, Kaiser Franz Josef, den wir noch kennen. Und der war auf einem Staatsbesuch in Serbien in Sarajevo und dort ist er dann erschossen worden und das gilt weithin als Hauptgrund für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Man hat dann be beraten, in Österreich-Ungarn, in der Doppelmonarchie, soll man jetzt in diesen Krieg eintreten oder nicht, und hat sich dann letztlich dafür entschieden, um auch wieder entweder Gebiete zu erweitern, oder aber auch das Reich, wie es bestanden hat, zu stabilisieren.
Und auch die anderen Kriegsparteien, also die Entente, Frankreich, Großbritannien, Russland, Großbritannien und Russland, die hatten alle ihre eigenen Gründe, hier sehr wohl auch in diesen Krieg einzutreten, in der Hoffnung, neue Gebiete dazu zu gewinnen. In dieser Zeit haben auch sehr viele Dichter als Kriegsberichterstatter gearbeitet und den ersten werden wir uns jetzt ansehen. Das war nämlich Josef Roth. Josef Roth ist auch ein sehr bekannter österreichischer Schriftsteller. Er ist 1894 in Galizien geboren worden und ist dann 1939 in Paris gestorben, also auch nicht sehr alt geworden. Und er gilt allgemeinhin als so etwas wie der Chronist des Zerfalls der österreichischen Monarchie. Das ist ein Begriff, der zum Beispiel in einer Bayern-Alpha-Dokumentation über diesen Josef Roth gefallen ist. Ein Chronist ist jemand, der festhält, was passiert, also der so eine Art zeitgenössische Geschichtsschreibung betreibt und Dinge für die Nachwelt festhält. Und so jemand war eben Josef Roth in gewisser Art und Weise. Josef Roth selbst hat einige Schicksalsschläge erleiden müssen oder erlitten im Verlauf seines Lebens. Das war zum einen die Geisteskrankheit seines Vaters, der sich dann auch nicht mehr entsprechend der Familie annehmen konnte und im Judentum, aus dem Josef Roth auch stammt, aus dem Ostjudentum kann man sagen, eben weil er aus Galizien kam. Da galt so eine Geisteskrankheit dann auch als eine Art Fluch. Ja, also das kann man sich noch ein bisschen volkstümlicher vorstellen, also dass hier eine Art Fluch auf der Familie gelastet hätte. Und dementsprechend hat er eigentlich immer versucht, sich von seinem familiären Background zu lösen und eine eigene Karriere auf die Beine zu stellen, ist dann eben nach Wien gezogen, hat dort studiert, hat dort Anschluss gesucht an diese Kunst- und intellektuellen Szene und war dann eben auch ein sehr bekannter Autor infolgedessen. Hat Germanistik studiert. Und bis zum und der nächste Schicksalsschlag war dann eben der Tod seiner Frau. Die ist zuerst dement geworden, dann ist sie gestorben. Und auf Grundlage dessen auch, also dass Josef Roth hier sehr viel erlitten hat, dann hat er natürlich auch noch Pogrome miterleiden müssen, das heißt Judenverfolgungen, nicht nur im Vorlauf des Zweiten Weltkriegs, sondern auch schon in der Flucht aus Galizien, dann nach Wien, Pogrome im Sinne von Judenverfolgungen und ist dann auch dem Alkoholismus leider anheimgefallen. Das heißt, er war starker Alkoholiker. Das hat sich leider auch in seiner Biografie verewigt. Während des Kriegs jedoch hat er noch einmal zusätzlich an Reputation gewonnen. Er war nämlich ein sehr beliebter und weitreichend bekannter Kriegsberichterstatter, der eben Station gemacht hat an verschiedenen Kriegsschauplätzen und dort berichtet hat, was passiert während dem Ersten Weltkrieg. Und auf Grundlage dessen und danach ist er eben auch dann gefragter Publizist geworden, sprich, er war im Journalismus tätig. Das hat natürlich auch dann seiner Reputation und der Tatsache, dass wir ihn heute kennen, keinen Abbruch getan, sondern eher geholfen. Die wichtigsten Romane von Josef Roth sind Der Radetzky-Marsch und Das falsche Gewicht. Er hat aber auch noch weitaus mehr geschrieben, eben vor allem auch im publizistischen Bereich. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann und sollte, ist, dass er mit Stefan Zweig, einem anderen jüdischen österreichischen Autor, gut befreundet war. Zu dem werden wir dann auch noch kommen. Stefan Zweig ist ja sehr, 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 sehr bekannt. Gut, jetzt ist der Erste Weltkrieg vorbei. Wir werden das heute nur so ansatzweise behandeln. Ich möchte gar nicht zu sehr in das Thema hinein, aber dass Sie einen Überblick haben, was wann circa passiert ist, also in der Zwischenkriegszeit,
Das war eben die Zeit zwischen 1918, dem Ende des Ersten Weltkriegs, und 1938, als der Zweite Weltkrieg dann wirklich Fahrt aufgenommen hat. In dieser Zwischenkriegszeit und nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg hat Kaiser Karl I., der Nachfolger von Franz Josef, auf seine Staatsgeschäfte verzichtet und die Republik Deutsch-Österreich wurde gegründet, die erste Republik, nachdem Österreich ja lange Zeit eine Monarchie war und zuletzt eine Doppelmonarchie. Und es wurde auch eine provisorische, das heißt eine Übergangsnationalversammlung gegründet unter Karl Renner, der dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine wichtige Funktion spielen sollte in der Gründung der Zweiten Republik. Der Vertrag von Saint-Germain ist auch ganz wichtig zu nennen in dieser Zwischenkriegszeit. Warum? Hier wurde festgehalten, wie sich Österreich und Deutschland als die Parteien, die diesen Krieg verloren haben, in Zukunft zu verhalten hätten. Einerseits gegenüber ihren europäischen Nachbarstaaten und aber auch, was ihre eigenen nationalen Geschäfte sozusagen anging. Da ging es zum einen darum, dass ein Anschluss von Österreich an Deutschland ausgeschlossen wurde. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen: Österreich, die Doppelmonarchie, war ja sehr groß, war ja eines der größten Länder eigentlich innerhalb Europas. Lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, waren die Habsburger ja auch hier tonangebend, unter anderem im Heiligen Römischen Reich. Und auf einmal, nach dem Ersten Weltkrieg, ist Österreich dieses kleine Land, das heißt dieses Land, wie wir es jetzt ungefähr in seiner Größenordnung auch jetzt noch haben und kennen. Und das war ein gewisser Verlust von Identität, der damit einherging, unter Österreichern, der auch diese Idee befördert hat, dass man sich vielleicht doch wieder besinnt an dieser Idee des Deutschen Bundes damals, wo Deutschland, also wo Preußen, wo Bayern, wo das Habsburger Reich eine Art Symbiose eingegangen waren und dass sich hier Österreich vielleicht jetzt wieder an das Deutsche Reich angliedern könnte. Ja, einfach um ein deutschsprachiges Volk, eine deutschsprachige Einheit zu bilden. Das wurde allerdings ausgeschlossen in diesem Vertrag von Saint-Germain. Dann wurde auch die Schuldfrage natürlich festgehalten und wie das so oft ist, auch in solchen Kriegen und im Anschluss an solche Kriege, ist natürlich auch die verlierende Partei entsprechend die Schuldpartei an diesem Krieg. Das heißt, es wurden Reparationszahlungen geleistet und eben auch Gebietsverluste wurden verzeichnet auf Seiten von Österreich und Deutschland, also Seiten vom Habsburger Reich natürlich immens, wenn man das sich vor Augen führt. Die Lebensverhältnisse waren damals infolge des Krieges natürlich auch sehr schlecht und 1929 gab es dann international eine Wirtschaftskrise, die all diese Probleme, die wir jetzt kurz einmal angesprochen haben, natürlich noch einmal verschärft hat. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich dem Austrofaschismus. Das ist diese, hier steckt schon das Wort Faschismus drinnen. Das ist genau diese Übergangsperiode vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg, die diese ganzen Probleme, die damals bestanden haben, symbolisiert. Ja. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, es war jetzt eine Zeit nach dem Krieg. Es gab zum einen noch sehr viele Waffen, dadurch, dass es ja im Ersten Weltkrieg sehr viele Waffen gab und die haben sich jetzt im Volk verteilt. Ja. Dann auf der anderen Seite haben wir dieses Selbstwertgefühl, das zerstört wurde von Österreich, was ja einmal sehr viel größer war und was sich ja eigentlich wieder zumindest an das Deutsche Reich angliedern möchte, um diese alte Größe zurückzuerlangen oder eine ähnliche Größe. Ja, dann haben wir eine Wirtschaftskrise, das heißt viele Leute, die arbeitslos sind, die Hunger leiden, ja, und ein allgemeines Unwohlsein beziehungsweise eine aggressive Stimmung, Grundstimmung, die sich ja auftut und die sich gegen etwas richten möchte, richten will. Und da ist eben der Austrofaschismus auf den Plan getreten.
Es gab damals vor allem diese zwei großen Parteien, die es jetzt in ähnlicher Form eigentlich auch, oder zumindest unter den gleichen Begriffen oder ähnlichen Begriffen auch heute noch gibt. In ähnlicher Form sollte man vielleicht nicht sagen, weil die heute weitaus weniger bewaffnet sind und ideologisch getrimmt wie damals zu dieser Zeit. Aber da gab es eben die Christlich-Soziale Partei und die Sozialdemokraten, also man kann sagen, die Konservativen auf der einen Seite und die Sozialdemokraten eben auf der anderen Seite. Diese Zweiteilung, wie sie heute auch noch in vielen Fällen besteht, wenn man zum Beispiel jetzt an Amerika denkt, an die Republikaner, an die Demokraten, also diese Art von Zweiteilung von Parteien. Und diese Parteien haben damals aber auch eben bewaffnete Verbände gehabt, die nicht direkt jetzt an die Parteien angeschlossen waren, aber die Parteienvertreter und die Wählergruppen haben sich dann auch in paramilitärische Organisationen, die eben auf Grundlage dieser immer noch vorhandenen Waffen aus dem Ersten Weltkrieg gestützt haben. Dort haben sie sich dann verteilt. Und das waren zum einen, war das die christlich-sozialen Heimwehren und auf der anderen Seite der Republikanische Schutzbund. Die christlich-sozialen Heimwehren, wie der Name schon sagt, sind dann eher der christlich-sozialen Partei zuzuordnen gewesen und der Republikanische Schutzbund wiederum den Sozialdemokraten. Und da gab es immer wieder kleinere Konflikte und dann gab es irgendwann im Jahre 1927, um genau zu sein, gab es dann Kämpfe in Schattendorf und dabei starben zwei Menschen, ein Kind und ein Anhänger des Republikanischen Schutzbundes wurde von einer christlich-sozialen Heimwehren abgeschossen und das hinterließ insofern seine Spuren, da dann der Republikanische Schutzbund auf den Justizpalast in Wien einen Sturm initiiert hat, den Justizpalast sogar angezündet hat, also der kam in Brand und infolgedessen 89 Leute erschossen wurden. Und auf Grundlage dessen hat sich dann eben ein Einparteiensystem in Österreich herausgebildet, wo der christlich-soziale Engelbert Dollfuß auf den Plan getreten ist und die Vaterländische Front gegründet hat. Das war dann der Anfang des Austrofaschismus. Und wie Sie hier auch sehen, hat dieser Austrofaschismus natürlich ähnlich wie in Deutschland auch sehr stark mit so Symbolen gearbeitet. Ja. Dollfuß war bis 1934 im Amt. Dann ist er in einem Putschversuch erschossen worden und sein Nachfolger war dann Kurt Schuschnigg. Das ist dahingehend auch interessant, weil Dollfuß, dadurch, dass er diesen Austrofaschismus in Wien initiiert hat, immer noch eine Art von Autonomie, von Eigenständigkeit Österreichs entwickelt hat hier in Österreich. Allerdings natürlich schon, dass der große deutsche Bruder unter der Führung Hitlers seine Arme ausgestreckt hat nach Österreich, wollte, dass Österreich Teil wird von diesem deutschen Reich. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dieser Putsch auch entsprechend von den Nationalsozialisten initiiert wurde, um dann eben dann auch den Anschluss von Österreich an Deutschland vollzogen hat. Österreich ist dann als die Ostmark, als deutsches Bundesland in dieses Deutsche Reich übergegangen. Am Anfang, also man kann sich das so vorstellen, in Deutschland hat das ja alles schon sehr viel früher begonnen, so um 1930 herum. Und in Österreich war dann noch 8 Jahre die Möglichkeit da, also bis 1938, dass Schriftsteller, die schon aus Deutschland geflohen sind, die vielleicht so also jüdische, natürlich Schriftsteller, dort Repressalien zu befürchten hatten, nach Österreich geflohen sind und in Österreich auch geblieben sind, beziehungsweise österreichische Verleger und Schriftsteller sind auch noch in Österreich geblieben bis 1938 und haben dann die Flucht angetreten, nachdem sich Österreich ja auch
an das Deutsche Reich angeschlossen hat. Was Sie hier auf dem Foto sehen, das ist Auschwitz. Auschwitz ist ja das größte und bekannteste Konzentrationslager des Dritten Reiches, ist im heutigen Polen in der Nähe von Krakau. Und ich habe das auch deswegen ausgesucht, um diese Größenordnung von dem Zweiten Weltkrieg Ihnen noch einmal vor Augen zu führen. Deutschland, die deutsche Wehrmacht, hat auch in diesen Verträgen von Paris Saint-Germain Restriktionen auferlegt bekommen, dass sie ihre eben diese Wehrmacht nicht aufbauen darf weiter. Also dass nicht mehr Leute noch Teil dieser deutschen Armee werden dürfen. Daran hat sich Hitler nicht gehalten und hat stattdessen den Aufbau der deutschen Wehrmacht von 100.000 auf 700.000 angetrieben. Das heißt, das Militär ist größer geworden und dadurch hat sich natürlich auch schon wieder ein Krieg angebahnt. Ja, dann sind noch diese Dinge, die wir vorher besprochen haben, von der Zwischenkriegszeit und als Folgeeffekte des Ersten Weltkriegs zu tragen gekommen, nämlich die erhöhte Arbeitslosigkeit, die wiederum ein neues Feindbild, ein politisches gebraucht hat und dadurch ist auch dieser Hass auf die Juden entstanden in Deutschland und in Österreich, die sehr oft auch in den bürgerlichen Bereichen gut verfußt waren, auch teilweise wohlhabend und die infolgedessen im Zweiten Weltkrieg und am Anfang davon auch enteignet wurden. Gut, 1939 hat dann die Besetzung der Tschechoslowakei und Polens stattgefunden, sowie der Anschluss Österreichs an Deutschland. Und es haben sich wieder Kriegsparteien herausentwickelt, diesmal die Achsenmächte und die Alliierten. Die Achsenmächte dazu zählten Deutschland, Italien, aber auch Japan, wie Sie in China ganz gut wissen und sich erinnern können, weil die Japaner ja vor allem dann auch in China während des Zweiten Weltkriegs präsent waren. Und auf der anderen Seite die Alliierten mit Großbritannien, Frankreich, den USA und der UdSSR in weiterer Folge. Am Anfang hat es ganz gut ausgeschaut im Zweiten Weltkrieg für das Deutsche Reich. Da gab es erste Erfolge auch im Zuge eines Blitzkriegs. Blitzkrieg ist dieser Begriff, der beschreibt, dass man innerhalb weniger Tage sehr viel Raum gewinnt, ja, innerhalb des Krieges. Und Deutschland hat es, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen geschafft, bis nach Paris vorzudringen. Und entsprechend auch dann natürlich hier bewiesen, dass die deutsche Streitkraft, Wehrmacht sehr stark ist, dass man das umsetzen kann. Und hat dann aber auch natürlich zu einigen Überheblichkeiten geführt seitens der Führerschaft, die sich hier selbst überschätzt hat. Weil man hat das Gleiche dann in die andere Richtung versucht, nämlich Richtung Osten, nach Russland hin. Hier hat diese Kriegsführung aber nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, also in Richtung der Sowjetunion. Und in Stalingrad, dem heutigen Wolgograd, ist man dann an seine Grenzen gestoßen. Es ist dann auch schon Winter geworden, es wurde kalt und es sind sehr viele Soldaten gestorben. Das war sozusagen, kann man sagen, heute oder weiß man, mit Grund, warum dann dieser Nazi-Vormarsch nicht funktioniert hat letztlich, beziehungsweise zurückgedrängt wurde und dann auch im Verlust des Zweiten Weltkriegs gemündet hat. Der Holocaust, also die Judenverfolgung, hatte in Summe 5 bis 6 Millionen jüdische Opfer, also eine immens hohe Zahl, die sich auch immer noch eingebrannt hat eigentlich in unser allgemeines Verständnis in Österreich, in Deutschland. Also das gehört jetzt leider zu unserer sehr unrühmlichen Geschichte, muss man sagen, dass wir dieses Andenken an die jüdischen Opfer des Zweiten Weltkriegs auch laufend aufrechterhalten. Insgesamt sind
während des Zweiten Weltkriegs jedoch weltweit 60 Millionen Tote zu beklagen gewesen. 60 Millionen Menschen sind umgekommen und das Kriegsende war dann eben 1945 mit dem Selbstmord von Adolf Hitler verbunden. Gut, wir kommen wieder zurück zur Literatur bzw. nach Wien und kommen zu einer ganz wichtigen Persönlichkeit dieser Literaturszenerie, damals auch der Jahrhundertwende und dann noch bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Person ist Karl Kraus. Karl Kraus ist heute bekannt als ein, nicht nur als ein Literat, sondern auch als ein Verleger vor allem, als ein Literatur- und grundsätzlich auch ein Gesellschaftskritiker, Lyriker. Er hatte ganz, ganz viele Berufsbezeichnungen, kann man sagen, und auch sehr viele verschiedene Interessen. Sein Hauptinteresse galt aber vor allem einer breiten Kritik der österreichischen Gesellschaft und die Mittel und Wege, die er dazu gewählt hat, waren unterschiedliche. Er war der Gründer von der Fackel. Die Fackel war ein dreimal monatlich erscheinendes Magazin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier hat er vor allem selbst Beiträge geschrieben, in denen er verschiedene Dinge kritisiert hat. Zum einen, also einerseits war das die Verwahrlosung der deutschen Sprache. Zum anderen natürlich auch soziale und kulturelle Missstände. Auf der anderen Seite hat er auch ein sehr bekanntes Drama geschrieben, nämlich Die letzten Tage der Menschheit. Die hat er im Anschluss an den Ersten Weltkrieg geschrieben und hat hier die Tragödie und die Komödie in einem, kann man sagen, Wiener Verständnis gegenübergestellt und sowohl ein sehr lustiges als auch ein sehr dramatisch tragisches Werk geschaffen, das eben davon erzählt, dass man eigentlich kurz vor dem gefühlten Weltuntergang stand. Genauso theatralisch wie dieses Buch waren auch seine Vorlesungen. Vorlesungen habe ich hier unter Anführungszeichen gestellt. Warum? Weil es wird oft gesagt, dass diese Vorlesungen weniger Vorlesungen waren. Karl Kraus war auch in dem Sinne kein Professor oder Lehrbeauftragter, aber er hat zu diesen Vorlesungen geladen und dort das Publikum mit seiner Literatur fast schon beschwört und vereinnahmt. Und die Art und Weise zu lesen und was er und wie er gelesen hat, hat auch sehr viele polemische Anleihen, wirkt sehr pathetisch, und ein bisschen befremdlich auch. Weniger befremdlich fanden ihn dann aber zum Beispiel Elias Canetti und Theodor Wiesengrund Adorno, die als große Fans von Karl Kraus gelten und die auch seine Theorien und seine Weltsicht in ihre eigenen Werke mit aufgenommen haben. Gut, ein anderer Literat zu dieser Zeit. Vielleicht kann man noch zu Karl Kraus kann man vielleicht noch auf der anderen Seite sagen, Sie sehen, er ist 1936 gestorben. Das heißt, er hat noch ein bisschen mitbekommen, die Entwicklungen des Zweiten Weltkriegs und hat auch schon sehr kritisch über Hitler geschrieben, hat natürlich dann aber auch nicht mehr den Zweiten Weltkrieg in seinen Ausmaßen so mitbekommen, wie das zum Beispiel ein Stefan Zweig getan hat. Stefan Zweig wurde 1881 in Wien geboren, ist dann 1942 in Brasilien gestorben. Das heißt, wenn Sie das sich so betrachten, also Josef Roth zum Beispiel in Galizien geboren, in der ehemaligen Doppelmonarchie, dann in Paris gestorben und Stefan Zweig in Wien geboren und in Brasilien gestorben. Hier findet schon Migration statt. Und diese Migration steht ganz klar in einem Verhältnis zu diesen Entwicklungen des frühen 20. Jahrhunderts zwischen den Weltkriegen und hin zum Zweiten Weltkrieg.
Das heißt nämlich, dass auf Grundlage ihrer jüdischen Herkunft beispielsweise Josef Roth und Stefan Zweig neben vielen anderen österreichischen Juden fliehen mussten und ins Exil gingen. Der Robert Musil ist zum Beispiel auch dann ins Schweizer Exil gegangen, um ein anderes Beispiel zu nennen. Es betraf auch nicht nur jüdische Schriftsteller, sondern allgemein auch sehr oft Schriftsteller, die sich kritisch beispielsweise gegenüber dem Nationalsozialismus äußerten. Auch das war natürlich ein Mitgrund für die Verfolgung. Stefan Zweig gilt heute als Weltschriftsteller, als auch Novellist, also Novellist im Sinne von der Art und Weise, wie er seine Werke geschrieben hat. Seine berühmteste Novelle wäre die Schachnovelle. Die Schachnovelle, in der geht es um einen Schachspieler, der in einem Boot sich befindet, der gerade von Europa nach auf den amerikanischen Kontinent übersiedelt. Also es hat auch ein paar biografische Anleihen von Stefan Zweig. Und dieser Schachspieler trifft dort auf einen anderen Schachamateur, kann man sagen. Also es ist auf der einen Seite ist es der Weltmeister, Schachweltmeister, und auf der anderen Seite ein Amateur, nimmt man zumindest an. Und es stellt sich dann aber heraus, dass dieser Amateur in der Gefangenschaft von den Nationalsozialisten war, dort ein Schachbuch gefunden hat und dieses Schachbuch auswendig gelernt hat, die Partien in seinem Kopf weitergespielt hat und letztlich besser oder gleich gut war wie dieser Schachweltmeister. Und das ist eins seiner bekanntesten Werke, eins seiner schönsten Werke, das auch in einem klaren Verhältnis steht zu diesen eigenen Erlebnissen, die er eben gemacht hat. Ja, er hat im Vergleich auch zu anderen Autoren, Autorinnen, Dichterinnen, Dichtern seiner Zeit einen eher realistischen Zugang zum Schreiben. Das heißt, er hat gar nicht mal so sehr sich jetzt einer gewissen Stilrichtung untergeordnet, sei es jetzt der Impressionismus oder der Expressionismus oder andere Formen Symbolismus, sondern er hat eine realistische Art zu schreiben gesucht, gewählt, die auch sehr gut ankam. Deswegen waren seine Werke auch vergriffen und sehr beliebt. Neben der Schachnovelle ist vielleicht hier auch noch die Welt von gestern hervorzuheben. Ich habe sie Ihnen absichtlich nicht als Hausaufgabe gegeben, weil ich mir sehr sicher bin, dass Sie das schon gelesen haben. Die Welt von gestern ist ein sehr bekanntes Werk von Stefan Zweig, der ein bisschen so beleuchtet, diese Übergangszeit vom Ersten Weltkrieg, hin zum Zweiten Weltkrieg, von der Doppelmonarchie hin zur Republik Österreich. Ja, im Gegensatz zu Josef Roth oder einem Georg Trakl, die ja beide im Krieg waren, war Stefan Zweig ein absoluter Kriegsgegner. Er wollte sich da auch nicht einer Partei verantworten. Er war Friedenspropagand und Pazifist, war ein glühender Europäer, wie man ja auch in der Welt von gestern lesen kann. Also seine Werke, kann man sagen, standen in der Tradition der Aufklärung. Als er dann geflohen ist nach Brasilien, hat er dort nie wieder so wirklich Anschluss gefunden, zum einen an sein Heimatland natürlich und zum anderen an seine schriftstellerische Karriere, die davor schon sehr, sehr gut war, und letztlich wird das mitgespielt haben, warum er sich dann auch das Leben genommen hat, 1942, in dem Glauben, dass dieser Krieg vielleicht auch nie zu Ende geht, weil damals sollte er noch 3 Jahre dauern. Gut, und abschließen möchten wir mit dem Herrn, den wir schon am Anfang besprochen hatten heute, nämlich Elias Canetti. Elias Canetti wurde 1905 in Bulgarien geboren und starb. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich glaube, das stimmt nicht. Das müsste eine andere Zahl sein. Also das stimmt sicher nicht. Also 1939 stimmt nicht. Ich glaube, er ist sogar sehr alt geworden. Ja. In den 90er Jahren erst gestorben. Müsste ich jetzt nachschauen. Also das stimmt nicht, diese Zahl. Lebensstationen waren in Bulgarien, Russe und Manchester, Zürich, Frankfurt, Wien. In dieser Reihenfolge hat er auch in diesen Städten gelebt. Also Russe hieß die Stadt, in der er geboren wurde, in Bulgarien. Danach zog er nach Manchester, nach England. Dort ist sein Vater dann gestorben.
als er noch relativ jung war, woraufhin die Mutter dann mit ihnen zuerst nach Wien und dann nach Zürich migriert ist, später dann nach Frankfurt, wo er auch sein Abitur gemacht hat. Und dann war er in Wien, wo er auch studiert hat und sehr viel gearbeitet hat. Ja, seine Heimat hat er dann aber auch immer, also sein liebste Stadt war Zürich, wo er letztlich auch gestorben ist. In Wien, als er in Wien war, hat er eigentlich Chemie studiert, hat dann, wenn ich mich nicht täusche, auch seinen Doktor in Chemie gemacht, hat aber immer auch den Anschluss an die kreative und intellektuelle Szenerie Wiens gesucht und letztlich auch gefunden. Und sein Roman Die Blendung war sein erster großer literarischer Erfolg, Masse und Macht, dann sein Vermächtnis, was wir uns heute in der Früh noch ein bisschen näher angesehen haben. Darüber hinaus hat Elias Canetti auch den Literaturnobelpreis gewonnen. Er ist neben Elfriede Jelinek, also und Peter Handke, der dritte Österreicher, der den Literaturnobelpreis erhalten hat. Masse und Macht hat er geschrieben in einem, haben wir heute auch ein bisschen schon besprochen, was sind die Gründe dafür, dass er dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Und einen Grund, den er selbst auch vorgebracht hat, immer war eine Arbeiterdemo in Frankreich, in Frankfurt, die er besucht hat, beziehungsweise dann vor allem der Justizpalast Brandt in Wien. Falls wir uns noch daran erinnern, an die Ursprünge des Austrofaschismus und in weiterer Folge natürlich dann auch des Zweiten Weltkriegs, hat er angefangen dann mit diesen Todesfällen in Schattendorf und dem Justizpalast Brandt, wo er mit den sozialdemokratischen Protestierenden auf der Straße war und sich zum ersten Mal auch als Teil einer Masse gefühlt und verstanden hat. Und dieser Sensationslust, sich hier jetzt auch beispielsweise an dieser Inbrandsetzung des Justizpalastes zu beteiligen, dass er da in die Masse übergegangen ist und dass ich zu einem Wir geworden ist. Gut, das war's zu Elias Canetti und die Hausaufgabe schicke ich Ihnen dann wie gewohnt, wahrscheinlich morgen. Ich muss mich noch ein bisschen durchschauen, was wir für die nächste Einheit dann lesen wollen. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne verbleibende Woche. Bedanke mich und wir sehen uns dann nächsten Dienstag.